Stellen Sie sich einmal vor, Sie müssten zwei Schülergruppen betreuen, eine mit 5, die andere mit 4 Kindern. Puh, gar nicht so einfach. In der Pause soll's Äpfel für alle geben. Sie geben erstmal der größeren Gruppe 3 Äpfel und der kleineren Gruppe 9. Klar, dass sich die 5 Kinder da beschweren, ist ja auch ziemlich ungerecht. Also verteilen Sie die Äpfel neu. Die 5 Kinder bekommen 4, die 4 Kinder 8 Äpfel. Und? Schon wieder gibt's Ärger. Aber Moment mal. Komischerweise beschwert sich die kleine Gruppe, die viel mehr Äpfel hat. Merkwürdig finden Sie? Aber im Bayerischen Landtag ist das mit den Redezeiten genauso. Die CSU ist dort mit 101 von 180 Abgeordneten vertreten, also mit 56%. SPD, Grüne und Freie Wähler stellen 79 Abgeordnete, also 44%. Die CSU hat bislang aber nur 25% der Redezeit. Deshalb sollen die Redezeiten neu verteilt werden. Der Vorschlag der CSU? Sie bekommt statt einem Viertel künftig ein Drittel der Redezeit, also ein kleines bisschen mehr. Damit hat die Opposition immer noch doppelt so viel Redezeit wie die CSU. Und damit zurück zu den Kindern mit den Äpfeln. Wir finden, die kleine Gruppe mit ihren 8 Äpfeln kann durchaus zufrieden sein, denn die größere Gruppe, die immer noch weniger Äpfel hat, ist es auch.